Herzlich willkommen zu JP's Gartendoku. Heute mal nicht draußen, sondern hier indoor aus der Wohnung. Im Hintergrund hinter Lucy seht ihr meine Exoten bzw. ein paar davon, die ich so auf den Fensterbänken stehen habe, die bei mir ganzjährig erstmal drin bleiben. Schade, ich dachte, die Aufnahme bleibt mit Lucy drin, egal, wir lassen es so. Ja, ihr seht sie im Hintergrund. Nacheinander werde ich sie alle einzeln in einer Aufnahme mal vorstellen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Viel Spaß damit! So, hier haben wir unsere beiden Feigen. Es sind zwei Stecklinge. Dementsprechend sind die jetzt knapp ein halbes Jahr hier drin. Sieht ganz gut. Haben sich schon hier jeweils zweimal verzweigt. Und ja, Knospen sind weiterhin dran. Zwischendurch muss man immer darauf achten, dann trocknen die mal ab, wenn man das zu trocken gehalten hat. Aber zu feucht würde ich sie auf jeden Fall nicht halten. Also ein bisschen Staunässe würde ich vorsichtig mit sein. Ansonsten muss ich sagen, war ich mit denen echt zufrieden. Ja, das zu den Feigen. Und dann switchen wir mal weiter. So, hier haben wir meine Kaffeepflanze. Also ich muss sagen, mehr schlecht als recht. Also, okay, ich sag mal, sie hat sich bestimmt verfünffacht von der Größe her, seitdem ich sie habe. Aber sie ist jetzt auch schon über ein Jahr bei mir. Und sie steht natürlich jetzt eher so nördlich am Fenster. Dementsprechend wenig Nährstoffe, wenig Wasser. Aber dafür lebt sie eigentlich schon recht lange. Die andere, ich habe noch eine zweite, mickert im Moment ein bisschen. Aber ansonsten recht pflegeleicht. Und dann dementsprechend natürlich aber auch langsamer Wuchs. Wenn man jetzt sich mehr Mühe gibt, sie besser stellt, wäre sie bestimmt schon dreimal so groß. Und ja, das zum Kaffee. Ich will irgendwie mal Tabak sagen. Zur Kaffeepflanze. Und weiter geht's. So, hier haben wir das Dreierwäldchen. Ich nenne es mal Zitrusfrüchte, weil ich nicht genau sagen kann. Also ich hatte irgendwie von so einem blutorangen Mix, keine Ahnung, irgend so eine Hybridzüchtung, die Früchte im Supermarkt. Und hier habe ich einfach in Kokoserde geschmissen und geguckt, ob was keimt. Das sind, also ich hatte noch ein paar mehr, habe die aber dann irgendwann vernachlässigt, habe nur noch die drei hochgezogen. Kriegen auch sehr wenig, also steht genau neben dem Kaffee. Dementsprechend wenig Licht, wenig Nährstoffe, wenig Wasser. Jetzt nur im Winter ein bisschen mehr Wasser, weil die Heizung halt des Öfteren dann zwischen anders. Lucy, ruhig. Unten auch ganz gut verwurzelt, also müssen wir mal schauen, wie groß die werden. Vielleicht wird das ja mal was. Und weiter geht's. So. Ja, wer kennt sie? Wüstenrose Adenium ubesum, ich glaube. Keine Ahnung. Ja, in letzter Zeit zickt sie ein wenig. Ist bei denen aber jetzt auch nicht so dramatisch. Die wachsen auch recht langsam. Von daher, wenn ein paar Blätter mal schlecht aussehen, rupfe ich sie ab. Entschuldigt. Und ja, im Notfall einfach mal trocken stellen. Man sieht recht schnell, wenn sie zu trocken werden, dass sie unten anfangen zu schrumpeln. Von daher einfach mal trocken lassen, 2-3 Monate. Dann kommen die eigentlich generell immer wieder. Dann aktiviert man sie mit ein bisschen Wasser und dann kommen sie nochmal. Aber sind schon kleine Zicken, brauchen recht lange zum Wachsen, zumindest bei mir. Ich habe sie jetzt dieses Jahr mal sonnenseitig mehr gestellt. Hat ihn ganz gut getan, aber
Jetzt große Schübe haben sie auch nicht gemacht, aber auf jeden Fall auch, wenn sie mal blüht, eine sehr hübsche Pflanze. So ein bisschen im Bonsai-Schnitt kann man daraus auch machen, für Glücksbäume und solche Sachen. Von daher auch eine ganz interessante Pflanze, denke ich, für eine Fensterbank zum Beispiel oder sonstiges. So, das zur Wüstenrose. Weiter geht's. So, und hier als letztes, also ich habe zwar schon noch mehr Pflanzen hier rumstehen, aber sonst wird das Video auch ein bisschen zu lang werden. Hier als letztes mein kleines Sukkulentenwäldchen. Da stand schon mal noch so Kleinkram mit drin, aber größtenteils ist hier jetzt eigentlich nur noch der Drachenfrucht drin. Dementsprechend sieht es auch ganz cool aus, hat dieses Jahr dann, ja, ich sag mal, 1, 2, 3, die helleren sind ausgetrieben und hier jeweils die Hälfte länger geworden. Für keine Arbeit, finde ich, sieht es ganz witzig aus auf der Fensterbank. Von daher einfach immer wieder austrocknen lassen, zwischendurch mal ein bisschen Wasser dran. Nicht gießen, eher so esslöffelweise, sage ich mal. Und dann kommen die von ganz alleine. Was man übrigens im Hintergrund gesehen hat, wäre noch so ein Ficus Ginseng. Knack, knack, entschuldigt. Das ist aber auch, wie gesagt, eher so ein bisschen Deko. Der steht jetzt nur da, so in der schattigen Ecke für die Videoaufnahme. Normalerweise steht er hier mittig drauf. Und das gefällt ihm hier viel besser, als wenn ich ihn direkt auf die Fensterbank stelle. Das scheint ihm zu viel Sonne zu sein. Ja. Das mal so zu so ein paar Exoten bei mir aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag noch.